Ja, ich bin so auf dem Rittoweg von der Westschweiz. Und immer wenn ich da bin, muss ich mal beim Attis Holzareal vorbeischauen, um zu sehen, ob es neue Graffitis oder Graffiti-Kunst an der Wand hat. Das ist jedes Mal ein Ausflug wert, dünkt es mich. Ich zeige euch ein paar Einblicke von hier. Das ist eine ehemalige Kläranlage vom Zellulosefabrik von Attisholz. Da ist immer irgendwie kreativ, sind dort die Wände vermalt. Und das können sie offiziell machen. Und nicht einfach so halb legal, also überhaupt nicht legal, irgendwie im Dunkeln. Und da gibt es immer wieder neues Zeug. Jetzt wollen wir mal schnell hier durchlaufen. Jetzt hier so ein. Das war schon mal ein Abwasserkanal. Ja. Ja, da gibt es nasse Füße, da höre ich. Schön. Skaterpark da hinten, he? Ja, jetzt konnte ich mich gerade unterhalten mit einem Graffiti-Künstler, der aber nicht gefilmt werden wollte. Aber es war ein interessantes Gespräch. Er hat ein bisschen Farbkübel und so. Da haben wir jetzt